Hallo. Mein Name ist Estefania, ich bin 16 Jahre alt, ich gehe noch zur Schule und ich komme aus Radheim. Was machst du so als Hobbys? Ich treffe mich gerne mit meinen Freunden, wir gehen gerne shoppen und ich singe sehr gerne. Und deswegen bin ich auch heute hier. Was singst du für uns, Estefania? Ich habe einmal Take a Bow von Rihanna vorbereitet. Okay. Dann einmal von dem Kinderfilm Vaiana. Ich bin bereit. Die Fingernägel aber richtig hübsch gemacht, ne? Aber die sind draufgeklebt, oder? Ja, sind. Was kostet sowas? 39 Euro. 39 Euro? Ei, ei, Dieter, es gibt schlimmere, es gibt teurere Nägel. Ja, aber willst du 39 Euro für Fingernägel? Ich nicht, klar. Aber nicht. Meine Freundin würde ich das bezahlen. Wie oft muss man das machen? Ja, eigentlich so alle 4 Wochen. Hm. Jede Woche 39 Euro? Alle vier Wochen. Alle 3 bis 4 Wochen. Das kann man sich doch mal gönnen. Monat. Die sehen auch so spitz aus. So. Tut das weh, wenn man das so macht? Nö. Nee? Komm mal. Sag mal, wie sieht das aus? 39 Euro. Also Dieter, ich glaube, du sollst eigentlich Fashion Police werden. Ja, nee, mach lieber Bratkartoffeln. Schönen Namen hast du, ne? Dankeschön. Der hat auch eine lange Geschichte, die hat auch mit dir zu tun. Was? Was? Ja. Mit mir? Genau. Mein Papa heißt auch Dieter. Echt? Ja. Hat am 7. Februar Geburtstag. Ehrlich? Ja. Und ich bin das. Ich hab das mit den Fingernägeln nicht so gemacht. Jetzt musst du sie bezahlen, die Fingernägel. Ja, wir sehen uns ja ein bisschen ähnlich, ne? Blaue Augen, blonde Haare. Was? Komm. Ja. Wie ist das so? Was ist das Gefühl, so das erste Mal den Papa zu sehen? Ich habe ein großes Haus, da ist viel Platz, kannst du wohnen. Ja, und zu dem Zeitpunkt, wo ich geboren wurde, warst du mit einer Estefania zusammen. Die heißt aber eigentlich gar nicht so. Das war ihr Künstlername. Auch geil. Das fand sie einfach schöner, weil es gibt ja, bei den Wollnis gab es eine, die haben doch immer so diese Namen da aufgezählt am Anfang. Mit Clotilde, Kaduda, und dann kam immer Estefania. Ja, und genau da, das bin ich. Ja, nee, dann grüßt dein Papa schön von mir. Ach, du bist die von den Wollnis? Ja. Echt jetzt? Ach so. Ach, krass. Wo ist das denn? Scheiße. Ja, und das bin ich. Ach so, du, wer hat das denn gesagt? Warum sagt der Bibi? Warum sagt ihr, was hat sie ja jetzt gesagt? Ich hab das nie in meinem Leben gesehen. Alles gut, kein Problem. Ach, das ist deine Mutter, ja? Ja, genau. Diese da. Ja, Bonnie. Und dein Vater ist ja auch in der Sendung da? Ja, aber nicht mehr. Jetzt hat sie ja dich. Jetzt hat sie ja. Ja, eben, jetzt habe ich ja dich. Wusstet ihr, kanntet ihr sie alle? Nein. Von der Sendung? Ja, warte mal, gleich mal. Wie hießen die anderen Schwestern alle? Soll ich das aufzählen? Ja. Loredana, Estefania, Kelenta, Lavinia, Sarah Jane, Jeremy Pascal, Sarafina, Silvana, Sascha, Patrick, Jessica. Wow. Okay. Ich wusste ja nicht, dass du im Showgeschäft bist. Deshalb steht die doch so ruhig. Guck mal, die Kamera stehen da, die stehen Shit auf die ganze Sache. Ja. Ja, dann viel Glück. Dankeschön. Really had me going, but now it's time to go.
ärgere mich so ein bisschen, dass ich dich nicht erkannt habe. Ich kenne die Mama ja persönlich. Hätte ich eigentlich drauf kommen müssen, wirklich. Aber das war eine sehr schöne Performance. Aber viel, viel mehr. Ich glaube, ich gebe ein Ja. Respekt, ich hätte es nicht erwartet, dass du das so gut machst. Dankeschön. Ich glaube, das ist wirklich dein Ding. Hast du gut gemacht, alles noch ein bisschen kindlich. Musst noch ein bisschen üben, noch ein bisschen was machen. Aber ich denke, das ist, glaube ich, ganz interessant. Bist ja Fernsehen gewohnt. Ich gebe dir auch ein Ja. Dankeschön. Ich finde es sehr schlau von dir, dass du jetzt also schon mit 16 dir überlegst, so ein zweites Standbein aufzubauen. Du hast das auf eine niedliche Art gesungen. Ich fand es also viel, viel besser, auch als ich erwartet habe. Und ich würde dir gerne quasi als Tochter, kann ich dir gar kein Nein geben, ja? Dankeschön. Ich mag dich voll und stehe hinter dir und von mir kriegst du ein Ja. Dankeschön. Oh, ey, viermal Ja, das hätte ich nie gedacht. Mein lieber Scholli. Töchterchen, das hast du gut gemacht. Danke. Mit Handnägel. Danke. Mach's gut, ja. Danke. Ich hab's gesagt. Ditas Tochter ist im Recall. Klar, Musik liegt ihr in den Genen. Oh mein Gott, ich kann's nicht glauben. Ich hab den Zettel in der Hand. Haben wir jetzt eine Wollnie-Wettbewerb? Ja, das ist ja verrückt, oder? Ich war positiv überrascht, weil ich habe jetzt nicht mit viermal Ja gerechnet. Aber ich hab nicht. Ich bin mega glücklich. Ich nehme mir definitiv vor, mehr Gas zu geben. Ich muss einfach raushauen und alles geben. Recall!